Willkommen in dem Chaos des Ash Spaces. Ja. Daran ist nicht sie schuld. Sie hat ja solche Stimmen im Kopf, die sie mal leiten. Also manchmal nur meine, manchmal aber auch eure, die dann hilfreiche Tipps flüstern und dergleichen. Meine Stimme sorgt allerdings in allen Welten dafür, dass man unzufrieden wird und Sachen neu baut. Die neueste Idee war so ein kleiner Mini-Bunker, weil wir haben definitiv sehr viel Platz hier. Also ich habe es mehrfach falsch eingeschätzt, was die Farm angeht, dass man mehr Platz braucht, dass man weniger Platz braucht, dass man fast gar keinen Platz braucht und so weiter. Jetzt dachte ich mir, okay, mach ein kleineres Design, weil den schwarzen Marmor zu bekommen, das ist echt schwierig. Also ich habe jetzt gerade was Neues rausgefunden, was gut funktioniert, was ich mir eigentlich hätte früher denken können. Aber selbst damit braucht es eine ganze Weile, das zusammenzubekommen und herzubringen, was auch immer. Dachte ich mir, mach einfach ein kompakteres Design. Die Farmen dann vielleicht auslagern, weil wir müssen ja eh in verschiedenen Biomen verschiedene Farmen pflanzen. Also in Ebenen halt für Gersten und Flachs, in den Nebellanden für die Jotunbläschen und die anderen Pilze. Wobei, da kriegt man echt genug. Aber Farmen kann man halt auslagern oder halt einfach nur drei, vier Felder hier irgendwo reinbauen. Ja, also das ist eine Idee, an der ich gerade arbeite. Hundertprozentig zufrieden damit bin ich auch nicht. Also es ist ein Würfel und ich liebe Würfel. Was mir jetzt gerade Kopfzerbrechen bereitet und weswegen das Ganze wahrscheinlich auch wieder trashen werde, ist, dass die hier optisch nicht reinpassen. Das ist alles schwarz und Marmor und was auch immer. Und jetzt haben wir diese komischen Low-Texture-grauen Sachen, die halt in eine Steinbase passen, aber nicht in so eine Schwarz-Marmor-Base. Deswegen eventuell schmeiße ich die hier auch raus. Und wenn ich dann Metall brauche, gehe ich irgendwo anders hin und hole das von da. Wobei wir jetzt ja in einer Phase vom Spiel sind, wo wir recht viele Sachen auch gar nicht mehr brauchen. Also Kohle könnten wir von Surtlingen bekommen, also brauchen wir den Kohlemeiler komplett nicht. Das Ding ist primär dafür da gewesen, Eisen einzuschmelzen. Aber Eisen habe ich jetzt auch eine gute Quelle gefunden, wo man es gar nicht mehr einschmelzen muss, nehmen wir die Barren direkt. Ja. Und der Hochofen ist nur für Schwarzmetall. Keine andere Sache bisher, soweit ich das gesehen habe. Das heißt, auch die Sachen könnten dann raus. Die Frage ist dann, was packe ich hier direkt rein, außer die Crafting Stations? Wahrscheinlich nichts. Also das Bett wird dann hier rein umgelagert, die Crafting Stations, ein Portal zum Rein- und Rausgehen. Oder vielleicht zwei, vielleicht eine andere Base, sowas in der Richtung. Naja, also da arbeite ich gerade rum. Ich habe nicht wirklich andere Minen gemacht. Es wurde mir irgendwann zu bunt, durch die Nebellande wirklich stundenlang zu laufen, ohne was Ordentliches finden zu können. Was ich aber gemacht habe, ist Knochen abzubauen. Die Knochen sind eine sehr gute Quelle für schwarzen Marmor. Also diese riesigen Skelette mit dem Hirn, mit der Weichmasse drin. Und da halt einfach unten gegenschlagen, an den Rippen, dass halt das restliche Ding zusammenstürzt. Was ganz gut funktioniert. Und in den Mistlanden sind auch solche, oder in den Nebellanden, sind auch solche Brückenpfosten. Das sind riesige Brücken, teilweise auch mehrere Pfosten direkt nebeneinander miteinander verbunden. Und die haben Metallklammern drumherum. Das heißt, wenn man dann unten die Brücke aber weghaut, stürzt die ganze Brücke ein. Man kriegt sehr viel schwarzen Marmor und sehr viel Eisen. Also direkt in Eisenbarrenform. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo was rumliegen habe. Ja, das sind jetzt sieben hier. Ich hätte irgendwo noch mehr wegsortiert. Also wir haben jetzt ziemlich viel Eisen. Ich hätte mir eigentlich Sorgen gemacht, weil dieser neue Schwung von Ausrüstung brauchte halt Eisen als Grundlage, auch zum Aufstufen. Aber ja, wie ihr sehen könnt, dank der Brücken haben wir jetzt jede Menge Eisen. Kupfer kriegen wir auch aus den Zwergenstrukturen. Aber wir können natürlich auch zu den Türmen hingehen. Nachdem sie dann entzwergt wurden. Und bei den Türmen einfach unten die Base wegschlagen. Also entweder direkt vom Turm selber oder den Turm untergraben, dass der ganze Turm dann zusammenstürzt, kriegt man auch schwarz Marmor, man kriegt Holz, man kriegt. Oh, ich brauche noch eine Zwiebel. Man kriegt Kupfer. Also haben wir da auch das nächste Metall. Also, ja. Das Einzige, was da noch fehlt, ist Zinn. Tipp, tipp. Tipp, tipp. Gut. Ja, das wäre das. Dann
habe ich mir noch überlegt, da ich jetzt ja nicht wirklich Lust habe, die nächste Mine noch zu suchen. Also ich werde es wahrscheinlich irgendwann tun. Aber um zu gucken, was jetzt bei diesem komischen Haufen da rauskommt, diesem Magie-Ding. Ich habe einfach die Raffinerie abgebaut. Da haben wir auch unsere 5 Kerne wieder. Das hätte ich auch früher drauf kommen können. Weil die Raffinerie ist hier wirklich nur dafür da, das Zeug hier herzustellen. Das heißt, wenn wir davon einen kleinen Batzen hergestellt haben, ich denke 25 ist erstmal okay, fürs Erste, können wir die Raffinerie abbauen. Und wenn wir die Raffinerie abbauen, dann haben wir die Kerne wieder. Also bauen wir jetzt das Ding da. Also Kerne habe ich. Wir brauchen das Aether. Oh, das ist ja ganz schön schwer. Die sehen aus wie irgendwie magische, nichts wiegende Kugeln, aber die wiegen ordentlich was. So, dann noch Holz. Waren, glaube ich, 20. Und 10 Schwarzmetall. So, wo... Also das passt thematisch sehr gut in das Ding da rein. Ich soll da mal schlafen für Licht. Z. Nicht schockiert sein über die Anzahl an Tage, die wir jetzt schon auf dieser Welt sind. Es gibt einen Gegenstand, der feiert ein Jahr in Valheim. Ich denke, da sind wir bald dran. Ja, nicht mehr allzu lang. So, hier ist die Küche geplant. Machen wir das mal. So, Aether gewobene Hose, irgendein Umhang, Stäbe, Kapuzen, Schutzzauber, Totenbeschwörer, Runentisch. Hi, Hugin. Du versuchst dich dran, die Runen vorherzusehen, ja? Ich bin beeindruckt. Zauber und Beschwörung werden ihren Tribut fordern. Wenn du die Künste meistern willst, brauchst du angemessene Nahrung. Und wie es der Zufall will, strotzt die Umgebung hier nur so vor reifen, köstlichen neuen Zutaten. Du Glückspilz. Also er meint davon die Jotunbläschen und die Magiehütchen. Also wir haben ja ein bisschen was an Essen, was uns Aether gibt. So, der Runentisch ist eine Stapelverbesserung. Könnte man auch relativ schnell bauen. Können wir nicht benutzen, ohne was drauf zu haben. Nein, du brauchst wie immer ein Dach. Das ist schade. Dann komm mal mit. Oh, ich dachte, ich hätte hier schon ein Dach vorbereitet bei dem einen. Ja. Weil die Säulen hier sind so positioniert, dass man... jeweils auf die Ecken... Das müsste so sein. Also letztes Mal ging es auf, dass halt immer ein Viertel auf der Säule drauf liegt. Auf jeder Ecke. Und so ist das Ganze dann stabil geblieben. Also ja, ich brauche definitiv mehr von dem Zeug. Und die Höhe stimmt jetzt auch, ja. Ich hatte schon mal eine Ebene tiefer. Dann passt es mir in den Schloten aber nicht. Dann kam ich auf die Idee, man kann ja auch einfach das Ding weiter in den Boden reinsetzen. Das sieht man jetzt da nicht. Aber das ist so fast eine Blockhöhe im Boden reingesenkt, dass der Output und der Input gerade noch so rausgucken.
Wir haben gar keinen schwarzen Marmor mehr. Okay, ich baue es kurz irgendwo im alten Teil der Base. Hier mit hin. Bei der Küche? Küche ist noch nicht umgebaut, nein. Und ja, hier sieht es auch ein wenig anders aus. Ich habe nochmal was anderes gebaut. Ja, es ist überall gleich. Nie zufrieden. Zählt das als Dach? Ja, okay. Mit Aether gewobene Robe. Braucht 20 Aether. Das ist schon mal anspruchsvoll. Also ja, wir müssen die Raffinerie definitiv wieder aufstellen und mehr produzieren. Federumhang. Wenn du diesen Umhang trägst, fühlst du dich leichter. Fast als ob du fliegen könntest. Schwerkraft ist doch nur ein entropischer Effekt. Falltempo verlangsamt. Fallschaden minus 100%. Ah, scheiße, man könnte höher springen vielleicht. Aber damit kann man dann nicht die Mistlande einfach so durchhopsen. Muss ich keine Gedanken oder weniger Gedanken machen. Nee, gar keinen Gedanken machen mehr über Fallschaden. Siegelbrecher. Ein Objekt zum Aufbrechen von Dwergersiegeln. Das ist jetzt, was wir brauchen, um die Königin zu erreichen. Die Kapuze hat deutlich weniger Rüstung. Dafür mehr Regeneration. Aber man ist ein Ticken schneller als mit der Metallrüstung. Verglichen mit diesem Stab wirkt die glühende Hitze Muspelheims wie ein milder Sommertag. 16 Aether. Und das wird dann irgendwelche Feuerbälle schießen. Des Schutzes. Für eine kleine Blutopfergabe wird dem Anwender eine magische Schutzhülle verliehen. Ein magischer Schild, der Schaden absorbiert. Abhängig von Fertigkeit. 200. Zeit 60, also eine Minute Zeit. Man kann das vor einem Kampf beschwören. Und ist dann erstmal geschützt für ein paar Angriffe? Was für eine Fähigkeit ist das überhaupt? Oh, die Fähigkeiten, die gerade dazugekommen sind. Elementarmagie. Schaden und Aether-Verwendung beim Einsatz von Elementarmagie. Und Schaden, Aether und Gesundheitsabzug beim Einsatz von Blutmagie. Okay. Totenbeschwörer. Opfer ein wenig Blut, um die Toten zu erwecken. Werte den Schädel auf, um mehrere Skelette zu beschwören. Verbessere deine Blutmagie, um sie zu verstärken. Eieiei. Haben wir noch irgendwo Aether? Ja. Die müsste noch eine super Ablenkung sein. 4 Skeletttrophäen, 10 Knochenfragmente. Trophäen. Oh. Ja, warte. Also wir haben garantiert. Oh. Ja, schmeiß das kurz weg. Ich habe halt noch nicht alles rübergebracht. Gerade Trophäen haben halt nicht so viel Verwendungszweck. Deswegen, ich denke, sowohl in unseren allerersten. Oh, Kupfer. Okay. So in der allerersten Base, also noch eine Dunkelfeste, sind überall noch so Reste von Trophäen. Man kann sie benutzen für manche Köder, aber das Angeln habe ich jetzt auch langsam wieder gelassen. Trophies da. Ja, sind ein paar. Gut. Kommt mal alle mit, dann können sie drüben einsortiert werden. Trophies. Alle, die wir nicht brauchen, jetzt hier rein. Und davon 16 Stück. So. Totenbeschwörer. Uhuhuhuhu. AT erforderlich. Okay, okay. Wir haben kein Fertigessen. Das ist übrigens 25. Wie viel brauchen wir zum Beschwören?
Aethir verwenden 100 auf Jotunbläschen, Hasenfleisch und Karotten. Hasenfleisch, Karotten, Jotunbläschen. Das ist kein Holz, okay. Also ich hoffe zumindest, dass das ein Rezept war, aber ich glaube, ganz schön im Weg. Ich glaube, die meisten Rezepte mit den Jotunbläschen und den Magierhüten, also diesen blauen Pilzen, was am Ende rauskommt, ist halt für Magie. Gleich 4 Stück davon, die müssen nämlich hier rein. Sehen lecker aus. Ich werde dann später den Stapel wieder abbauen, die Raffinerie wieder aufbauen und dann durchgehend laufen lassen, dass wir davon genug bekommen. Ansonsten... Schuppenhaut haben wir, Leinen. Ich denke, ich mache da mal wieder ein Flachsfeld. Also noch haben wir gut was an Leinen, aber das wird recht schnell sich dann aufbrauchen, gerade wenn man die Roben dann auch aufstuft. Ja, Schuppenhäute haben wir genug. Federn. Eventuell muss ich dann ein paar Möwen jagen, aber das ist okay. Alles andere passt super. Wir brauchen dann diesen Runentisch, den da, um die Sachen weiter aufzustufen. Sonst ist hier nichts Neues dazugekommen, ne? Nee. Ist in den anderen Sachen hier was dazugekommen? Ich denke nicht. Die ganzen alten Werkbänke werden kaum noch benutzt. Können wir eigentlich hier an der Schmiede auch die alten Schmiedesachen reparieren? Nein, die Pickaxe können wir hier nicht reparieren. Das ist schade. Weil sonst könnte man die alten Werkbänke und so komplett abbauen und nicht mehr nutzen. Oh nein. Oh komm schon, ich war... Hab doch nicht so lange geschnackt. Eins, zwei, drei jetzt nur. Ja, wir brauchen keine Kohlemeiler. Wir haben einen Herd. So, starr auf die Hasen. Wollt neue Karotten anbauen. Ein bisschen da hinten rumsortieren. Aber ich habe die Rezepte angeguckt. Ja, okay, es dauert ein bisschen. Ja. Also wir können... Verbrennt es jetzt nicht. Zisch. Nebelhase Deluxe macht kein Aethir. Mist. Wir hatten irgendwas mit gefüllten Pilzen noch. Yggdrasil, Haferbrei, Harz, Gerste und Gelee. Wir haben ja ein bisschen was von dem Gelee. Und bisher keinen wirklichen anderen Bedarf an dem Harz, soweit ich das gesehen habe. Damit kommen wir aber immer noch nicht auf 100. Dann brauchen wir auch noch
Da, Magierhüte, Blutklumpen und Rüben. Das alles erstmal wieder weg. Rüben. Magierhüte. Und Blut. Was auch immer. Das von den Zecken. Das hier. Auch ein bisschen Sorgen, dass wir echt viel zu squishy werden damit. Und ein totes Kito uns dann killt. So, 4 Stück. Da müsste dann auch viel umgekocht werden. Also ich bräuchte wieder einen ganz neuen Schwung von neuem Salat und noch einem dritten ordentlichen Essen. Also für normalen Nahkampf. Und dann bräuchte ich wahrscheinlich auch noch ein ganzes Set mit dem... Ja, wobei, der Hase ist doch dann gut. Die drei Sachen dann für Nahkampf. Und das Nebelheim-Ding, den gefüllten Pilz und noch ein drittes für Magier-Dinge. Ist schon gezischt? Nein. Das wäre das dritte Rezept. Suchersülze. Ja. Das würde sehr gut passen. Gefüllte Pilze. Nom. Ja, jetzt haben wir schön viel Ate. Okay. Dann raus und testen. Schönen Goblin. Oh, ich sehe einen Loks. Jedes. Das hält gut was aus. Blutmagie. Weil er Schaden gemacht hat? Wir haben mehrere beschwören. Oder verschwindet dann der andere? Wir haben da gerade einen Bogenschützen. Au. Ich glaube, der erste Bogenschütze hat sich aufgelöst. Als wir den zweiten beschwört haben. Ja, also entweder ist das eine gute Ablenkung. Wir können Schaden machen. Oder ein bisschen die Ablenkung. Der macht Schaden. Ja, du bist kaputt. Ich habe gar nicht gesehen, wie du umgekippt bist, Skelett. Ja, okay, das ist interessant. Es wird eine ganze Weile dauern, das zu leveln, denke ich mal. Streicheln. Sigrun liebt dich. Umbenennen. Hallo. Bernd. Bernd, komm mit. Bernd, Fass. Das ist ein bisschen langsam, Bernd. Ein bisschen doof, Bernd. Warte vielleicht, bis du ihn treffen kannst, Bernd. Und nicht immer sofort schlagen, nachdem du weggeschubst wurdest. Finish him. Also. Bin mir noch nicht ganz sicher, wann genau wir jetzt Erfahrungspunkte bekommen. Irgendwie heilen? Magst du Fleisch auf den Knochen? Nicht wirklich.
Könnten wir einfach in den Dunkelwald gehen und da die ganzen Zwerge töten? Oh, Toluskito wird nicht gut gehen. Ja, du bist viel zu langsam noch für Skelett. Also, du bemühst dich ja stetig, ne? Das sehen wir ja und so, aber. Aber das wird nichts. Armes Bernd. Ja. Wir können dich nicht aus Versehen treffen, das ist sehr gut. Ja, also es ist eine gute Ergänzung, auch wenn man selber immer noch Nahkämpfer ist. Das Problem, was ich daran dann sehe, ist, dass man halt recht viel von seiner eigenen Ausdauer und HP aufgeben muss, um halt das Aether-Essen zu essen, um die überhaupt beschwören zu können. Ja. Zusammen mit irgendeinem Schutzzauber, der dann vielleicht auch das Skelett betrifft, und dann auch den Feuerbällen, die den eigenen Einheiten dann keinen Schaden machen. Das heißt, man beschwört Skelette, man macht ein Schutzschild. Und dann hält man einfach Feuerbälle rein. Die Skelette kriegen nichts ab und die Skelette schützen einen selbst dann vor etwaigen Feinden. Dann braucht man auch weniger Rüstung. Ja, okay. Werde ich im Auge behalten. Das ganze Zeug aussortieren. So. Ja, ich werde jetzt weiter grinden. Also es tut mir ein bisschen leid für die Leute, die das mit diesen Sprüngen nicht so sehr mögen, aber vertraut mir bitte, wenn ich euch sage, dass es echt langweilig ist. Ich mache halt irgendwie John Oliver an, gucke 2 Stunden lang irgendwelche Comedy-Sachen und nebenbei haue ich Brücken kaputt oder transportiere einfach nur Sachen von A nach B oder reiß die Basis ab und baue sie neu auf. Das ist. Da kann ich nicht durchgehend mir irgendwas aus den Fingern saugen und darüber quatschen. Das klappt leider nicht. Ja. Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder mit hoffentlich mehr Magierzeugs, mit dem wir rumprobieren können. Und danach nähern wir uns der Königin. Und danach ist, glaube ich, rum. Also danach sollte nichts mehr kommen vom Content, so wie ich es verstanden habe. Ich habe noch Ideen, nachdem wir durch sind. Aber da müssen wir gucken. Nicht, dass ich mich zu sehr auspower, das kenne ich sonst auch bei anderen Projekten. Und vielleicht tut es Ash auch ganz gut, wenn diese Stimme ihm im Kopf mal verhallen und sie einfach ihr eigenes Ding machen kann, sobald die Königin dann tot ist und die Götter befriedigt. Und dann besuchen wir sie erst wieder, wenn wir neue Wächter zum Töten kriegen. Aber noch haben wir ja ein bisschen was zu tun, ne? Also bis gleich.